Hallo. Hier bleiben. Guten Tag. Verzeihung, die Damen, aber wo ist Clemens? Der ist leider verhindert. Da wir uns schon dachten, dass das mit der musikalischen Präsentation schwierig werden könnte, dank Frau Limke, das hier ist Benny Erkamp. Der Basketballer? Genau. Aha. Und was soll der machen? Der könnte zum Beispiel eine Autogrammstunde geben. Das würde auch die jüngere Klientel ansprechen. Außerdem hat er einen Werbedeal mit einem lokalen Radiosender. Die könnten die Eröffnung übertragen. Bei allem Respekt, Frau Fleming. Was soll ein Radiosender bei einer Autogrammstunde übertragen? Hm? Das Kratzen des Kugelschreibers? Das Kreischen der Fans. Naja, ist ja alles schön und gut, aber so eine improvisierte Promi-Aktion gefällt mir nicht. Haben Sie überhaupt keine neuen Ideen? Eine Idee gibt es natürlich noch. Meinen Sie mich ein? Die Idee stammt von Clemens Richter. Ohne Promi, ohne Schnickschnack. Es geht darum, die Eröffnung mit einem Charity-Zweck zu verbinden. Gut. Es gibt aber ein Projekt mit Kindern in Afrika und Südostasien. Ja, er hatte mir mal was davon erzählt. Ja, genau, das ist es. Nach sowas suche ich die ganze Zeit. Es wäre natürlich besser, wenn das Geld nach Skandinavien flüsse. Ihre Hotelkette... Unsinn, die Idee ist gut, wie sie ist. Warum kommen Sie damit erst jetzt? Sehr gut. Guten Abend, die Damen. Guten Abend, Herr Björnder. Ist Clemens im Haus? Er hat einen Außentermin. Oh, schade. Kommt er noch mal rein? Nein, vermutlich nicht. Na, dann haben Sie einen Moment. Ja, sicher. Ich sehe Clemens Idee für das Charity-Event als Auftakt für eine weltweite Image-Kampagne. Und die kommt genau richtig. Der Etat fürs nächste Jahr ist glücklicherweise noch nicht vergeben. Heißt das, Sie wollen... Der Gesamtauftrag geht an Sisters. Clemens Richter hat mein volles Vertrauen. Seine Kreativität findet man nirgendwo sonst in der Branche. Das stimmt. Das sind ja erfreuliche Neuigkeiten. Alles Weitere besprechen wir morgen nach der Eröffnung. Also, frohes Schaffen. Wiedersehen. Wiedersehen. Und grüßen Sie Clemens von mir. Herr Björndal, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Guten Tag. Hallo. Herr Björndal, guten Tag. Wollen wir dann einen kleinen Rundgang machen? Ich hatte gehofft, dass Clemens mir alles zeigt. Wo ist der eigentlich? Herr Richter hat noch einen anderen Termin, eine schwierige Sache. Haben Sie ihm schon mitteilen können, dass er mein Mann für die internationale Kampagne ist? Natürlich, und er ist begeistert. Er hat schon ein paar neue Ideen. Aha. In welcher Richtung? Ah, da möchte ich noch nicht vorgreifen. Der alte Fuchs. Bin gespannt, was er wieder ausheckt. Frau Fleming, ich bin beeindruckt. Hervorragend organisiert alles. Und das in so kurzer Zeit. Wollen wir jetzt den kleinen Rundgang machen? Etwas später. Hallo Nils. Clemens. Schön, dass du es noch geschafft hast. 70. Darf ich vorstellen? Nils Björndal, Elisabeth Meinhardt-Burg. Angenehm. Clemens hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Es freut mich, dass wir uns mal kennenlernen. 120 Euro. Und? Gefällt dir die Veranstaltung? Ich sagte es gerade zu Frau Fleming. Kommen Sie, Herr Richter, ich zeige Ihnen alles. Ach, danke, ich komme schon zurecht. Nils, ich hoffe, dass er mir nicht Zeit für einen kleinen Rundgang mit Elisabeth und mir. Mit dem größten Vergnügen. Ich wollte ohnehin mit dir sprechen. Aha. Kommt. So, Herr Björndal. Frau Fleming. Ich möchte mich verabschieden. Ich rufe Sie dann morgen an, damit wir alles besprechen können bezüglich der internationalen Kampagne. Die nächsten Schritte. Sie haben da was missverstanden. Die Deutschland-Kampagne bleibt selbstverständlich bei Sisters, aber für den internationalen Etat haben wir jemanden eingekauft, der sich damit auskennt. Clemens hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Kampagne zu leiten.